Bei feierlichen Anlässen werden hier zwei Flaggen gehisst. Die Stars and Stripes der USA und die Nationalflagge Puerto Ricos. Der Fremde, der auf die Insel kommt, fühlt sich hier gleich heimisch. Er findet auf Puerto Rico neben paradiesischer Schönheit und ewigem Sommer den gewohnten Komfort und die gewohnten hygienischen Verhältnisse. Denn Puerto Rico ist ein Sonderfall unter den von Seeräuber- und Kreuzfahrerromantik umwobenen exotischen Inseln in der Karibischen See. Pulsierendes Leben in den Straßen der Hauptstadt San Juan, die mit fast 1 Million Einwohnern das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Insel ist. Hier gibt es Kaufhäuser und Selbstbedienungsläden wie in den Metropolen Amerikas und Europas und sie haben selbstverständlich Air Condition. In den großen Einkaufsstraßen von San Juan trifft der Gast auf vertraute Warenhausnamen. Eine kluge Stadtplanung verhinderte, dass Industrie- und Handelsbetriebe das harmonische Bild der Altstadt und das für Ferienreisende erbaute großzügige Hotelviertel am Strand von San Juan stören. Man weiß, was man den fast 1 Million ausländischen Besuchern schuldig ist, die jährlich die Insel zum Ziel ihrer Ferienträume machen. Die Touristen kommen natürlich nicht nur der weiten Sandstrände und des angenehm milden Klimas wegen nach Puerto Rico. Sie sind auch auf der Suche nach der Vergangenheit der neuen Welt, die sich wie kaum anderswo in der Karibischen See in der Altstadt von San Juan bietet. Puerto Rico ist eine spanische Entdeckung und blieb jahrhundertelang eine Kolonie Madrids. Im spanischen Kolonialstil erbaute Kirchen, Klöster und Patrizierhäuser bilden einen reizvollen Kontrast zur Aktivität in der Industriezone und dem neuen Teil der Hauptstadt. Die schattigen Plätze der Städte und Dörfer sind von dominospielenden Männern bevölkert, besonders in den Nachmittagsstunden. Bedauerlicherweise fällt auch hier mancher alte Bau aus der Kolonialzeit den Erfordernissen moderner Stadtplanung zum Opfer. Die Inselbewohner haben von ihren einstigen spanischen Kolonialherren nicht nur die Sprache und die altspanische Architektur in der Altstadt geerbt, sondern auch ihr Temperament. Dies offenbart sich unter anderem bei politischen Versammlungen, wo die sprachliche Gewandtheit und die Leidenschaft der Redner die laute und farbenfrohe Zustimmung der Versammlung herausfordern. Eine Parteiversammlung ist stets auch eine Art Volksfest. En el mismo momento que un niño muere de hambre en el 1971 en Fajardo el otro día. Wer dem Getriebe der Großstadt entfliehen will, braucht nur auf guten Straßen ein paar Kilometer landeinwärts zu fahren. Kaffee, Tabak- und Zuckerrohrplantagen und idyllische Bauernhäuser bieten lohnende Ausflugsziele. Viele Landbewohner haben in den letzten Jahren die Dörfer verlassen und sind in die Städte gezogen, wo moderne Wohnungen, neue Arbeitsplätze in der Industrie und die Annehmlichkeiten der Zivilisation locken. Ein Teil von ihnen landet zunächst in den Barrios, am Rande der Städte. Aber das dem Südländer eigene Naturell lässt sie diese Übergangszeit leicht ertragen. Mañana, morgen wird es sicher besser werden. Die in unmittelbarer Nähe der einfachen Holzhütten entstehenden Hochhäuser, auf der kleinen und bevölkerungsreichen Insel notwendigerweise die bevorzugte Art des Wohnungsbaus, verheißen ihnen eine glücklichere Zukunft. Der moderne Flughafen von San Juan ist ein wichtiger Knotenpunkt,
für den internationalen Flugverkehr im karibischen Raum. Ein Jet fliegt in 3,5 Stunden nach New York, in 1,5 Stunden nach Caracas und in 12 Stunden nach Europa. Täglich starten und landen hier über 100 Maschinen. Überall auf der Insel ist die Nähe der Vereinigten Staaten spürbar. Nicht Fußball, sondern Baseball ist auf Puerto Rico die beliebteste Sportart. Die Beziehungen zwischen der Insel und den USA sind so eng, dass man im Straßenbild der Städte und Dörfer überall auf Zeichen der Doppelsprachigkeit stößt. Fast 2/3 der Inselbewohner beherrscht neben der spanischen auch die englische Sprache. Ausländische Besucher haben hier also keine Verständigungsschwierigkeiten. Puerto Rico, das ist eine reizvolle Mischung von alt und neu. Ein kleines Europa in der neuen Welt. Eine Perle in der Kette der exotischen Inseln in der Karibischen See. Gutgläubige Besucher Puerto Ricos könnten glauben, die nebeneinander wehenden Fahnen der USA und Puerto Ricos wären symbolisch für einen wundersamen Sonderfall in Lateinamerika. Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zwischen dem großen Nordamerika und der kleinen Insel in der Karibischen See. In der Tat, Autos, Straßen und eine Skyline, die in nichts der einer nordamerikanischen Großstadt nachsteht, erwecken den Eindruck eines allgemeinen Wohlstandes. In Wirklichkeit sind die USA auf dem besten Wege, Puerto Rico in eine nordamerikanische Kolonie zu verwandeln. Die Puerto Ricaner besitzen US-Pässe und die jungen Männer müssen in Vietnam für die USA kämpfen. Ihre Vertreter im amerikanischen Abgeordnetenhaus aber haben kein Stimmrecht. Puerto Ricaner zahlen keine Bundessteuern, Konsumwaren aber sind teurer als in den USA. Die Inselbewohner befördern ihre Briefe mit der Mail und bezahlen mit US-Geld, erhalten aber einen niedrigeren gesetzlichen Mindestlohn als in den USA. Offizielle Statistiken der US-hörigen Landesregierung verweisen gerne darauf, dass Puerto Rico mit dem höchsten Lebensstandard in ganz Lateinamerika gesegnet ist. Sie verschweigen, wie ungleich das Eigentum verteilt ist, dass Banken, Handel, Industrie und auch Presse und Fernsehen von Nordamerikanern kontrolliert werden. Vor allem aber verschweigen sie, dass die dank dieser Monopolstellung der Amerikaner hohen Gewinne in die USA fließen. Auch die in den letzten 10 Jahren aus dem Boden gestampften Hotelpaläste am Strand von San Juan, der Hauptstadt Puerto Ricos, gehören zu 90% Nordamerikanern, die San Juan als Ersatz für das durch Fidel Castros Revolution verloren gegangene Spieler- und Prostituiertenparadies Havanna auf Kuba betrachten. Puerto Rico wurde 400 Jahre lang als Kolonie von Spanien ausgebeutet. Gerade als die Spanier der Inselbevölkerung eine gewisse Selbstverwaltung zugestanden hatten, wurde die Insel nach Beendigung des Spanisch-Amerikanischen Krieges 1898 eine Kolonie der siegreichen USA. Um nicht allzu offenkundig als Kolonialmacht zu gelten, genehmigten die USA Puerto Rico eine Selbstverwaltung, die diesen Namen nicht verdient. Dem Volk bleiben die Zusammenhänge verborgen, da sich der Neokolonialismus bei der Ausbeutung anderer Völker subtiler und schwer durchschaubarer Methoden bedient. In über 150 Bombenanschlägen innerhalb von 2 Jahren gegen nordamerikanische Unternehmen auf Puerto Rico drückt sich der Wille des Volkes nach Unabhängigkeit und Freiheit am drastischsten aus. Als Dr. Berrios, Führer der Unabhängigkeitspartei, dagegen protestierte, dass US-amerikanisches Militär 1/8 des kultivierbaren Bodens der Insel besetzt hält, wurde er ins Gefängnis geworfen. Anlässlich seiner Entlassung kam es zu einer machtvollen Kundgebung. Dr. Berrios lehnt Gewaltanwendung ab, weist aber in seiner Rede darauf hin, dass man sich angesichts hungernder Kinder und einer schamlosen Ausbeutung der Insel durch die Amerikaner über Verzweiflungstaten nicht wundern sollte. En que la Corco bota 80 empleados y se queda ganando 13 millones de dólares.
En el mismo momento que un niño muere de hambre en el 1971 en Fajardo el otro día. Überall da in der dritten Welt, wo der Kapitalismus herrscht, werden die Interessen der einheimischen Bevölkerung missachtet. Das amerikanische Big Business steckt sein Geld nur in ungewöhnlich profitable Unternehmen. Auf Puerto Rico führte die Vernachlässigung der Landwirtschaft zu einer folgenschweren Landflucht. Noch vor 10 Jahren fanden 60% der Inselbevölkerung ein, wenn auch karges Auskommen auf dem Lande. Heute müssen die meisten Bauern und Landarbeiter ihr Heil in den großen Städten suchen. Als Folge davon lebt jeder vierte Puerto Ricaner in Elendsquartieren wie diesen und jeder sechste ist arbeitslos. Den Bewohnern der Barrios müssen die Verwaltungshochhäuser der nordamerikanischen Konzerne wie Hohn erscheinen. Der mit viel Propagandaaufwand betriebene, angeblich soziale Wohnungsbau ist völlig unzureichend und die Mietpreise sind für die meisten Slumbewohner unerschwinglich hoch. Eine rapid steigende Arbeitslosigkeit hat zu einer Abstimmung mit den Füßen geführt, auf die sich die Nordamerikaner anderswo so gern berufen. Ein Drittel der Inselbevölkerung ist in den letzten 30 Jahren nach den USA ausgewandert. Dank dem Rassismus in den USA bedeutet dies für unzählige Puerto Ricaner die Verelendung in den Slums von New York und Chicago. Die Abhängigkeit Puerto Ricos von den USA zerstört auch die kulturelle Eigenart der einheimischen hispanischen Bevölkerung. WBMJ 1190. Mit dem Dollar kommt auch stets der American Way of Life. Fue que se sometiera a la oficina de la Comisión del Adiestramiento Especializado en Drogas y Narcóticos. Wer einen lohnenden Arbeitsplatz haben möchte, muss Englisch sprechen können. Ein deutliches Merkmal kolonialer Abhängigkeit. Die fortschreitende Amerikanisierung lässt die Städte immer mehr seelenlosen Stadtgebilden wie Miami und Los Angeles gleichen. Puerto Rico ist ein bequemes Spielfeld des Neokolonialismus. Ein Tummelplatz des amerikanischen Big Business. Eine Verfälschung des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Friedlich wehen die Stars and Stripes und die Flagge Puerto Ricos nebeneinander im Wind der karibischen See. Ein erfreuliches Bild in einer Weltgegend, in der der nationalistische Anti-Amerikanismus groß in Mode ist. Überall Zeichen wirtschaftlicher Prosperität. Der Autoverkehr und das Straßennetz haben nordamerikanische Dimensionen. Und die Silhouette der Hauptstadt San Juan ähnelt der Skyline einer Großstadt in den USA. Aber die Insel ist nicht etwa eine nordamerikanische Kolonie, sondern ein Freistaat. Puerto Ricaner sind US-Bürger, zahlen aber keine Bundessteuern. Einer der Gründe für den Wirtschaftsboom auf der Insel. Das Pro-Kopf-Einkommen steigt jährlich um 11% und ist das höchste in ganz Lateinamerika. Das Analphabetentum sank auf 7%. Im Gegensatz zum benachbarten Kuba, wo sozialistische Planwirtschaft das Land in immer neue Wirtschaftskrisen stürzt, entwickelte sich auf Puerto Rico ein gesunder Mittelstand als Voraussetzung für Wohlstand und politische Stabilität. Ohne die enge Verbindung mit den USA wäre dies nicht möglich gewesen. Jährlich fahren fast 1 Million Nordamerikaner nach Puerto Rico.
Mit ihren harten Dollars haben sie wesentlich zum Wohlstand auf der Insel beigetragen. Der Ausbau einer leistungsfähigen Fremdenverkehrsindustrie steht daher mit an erster Stelle der Investitionspolitik der Inselregierung. Wie die meisten lateinamerikanischen Länder litt auch Puerto Rico jahrhundertelang unter spanischer Kolonialherrschaft. Nach dem Ende des Spanisch-Amerikanischen Krieges 1898 wurde Puerto Rico nordamerikanisches Einflussgebiet. Ihrer Tradition der Achtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker getreu, gaben die USA Puerto Rico eine weitgehende Selbstverwaltung. Ohne die kulturelle Eigenart der hispanischen Bevölkerung anzutasten, stellen die USA am Beispiel Puerto Ricos die moralische und materielle Überlegenheit der freien Gesellschaft über sozialistische Experimente unter Beweis. Linksextremisten versuchen auch auf dieser friedlichen Insel das politische Klima zu vergiften, wie Bombenanschläge auf nordamerikanische Unternehmen beweisen. Als der Führer der marxistischen Unabhängigkeitspartei nach Verbüßung einer Haftstrafe für die Übertretung von Landesgesetzen aus dem Gefängnis entlassen wird, rufen die Parteipropagandisten zu einer Großkundgebung auf, zu der nicht einmal 1000 Menschen erscheinen. Bei den letzten Wahlen erhielt diese Partei nur 3% der Wählerstimmen. Ihre Anhängerschaft setzt sich vornehmlich aus Studenten und Linksintellektuellen zusammen. In Lateinamerika schon immer Träger eines irrationalen Anti-Amerikanismus. Puerto Rico war noch vor zwei Jahrzehnten reines Agrarland und litt unter der Monokultur des Zuckers. Heute werden auf der Insel neben dem Zuckerrohr auch Kaffee, Tabak und Früchte angebaut. Haupthandelspartner sind auch hier wieder die USA. Der Wirtschaftsboom in den Städten, die energisch vorangetriebene Industrialisierung und der Aufbau der Fremdenverkehrsindustrie fördern die Landflucht. Eine Erscheinung, die in allen Industrienationen zu beobachten ist. Der naive Glaube an ein leichtes Leben veranlasst viele Bauern zum Zug in die Städte. Der Hang des Südländers, nur dem Augenblick zu leben, begünstigt diese Entwicklung. Der Wohnungsbau konnte natürlich nicht Schritt halten. Und so gibt es auch hier die für Lateinamerika typischen Barrios, wenn auch in weit geringerem Ausmaß und nur als eine Art Durchgangsstation im Gegensatz zu anderen lateinamerikanischen Ländern, wo es aus den Slums kaum einen Ausweg gibt. Diese Kinder werden in naher Zukunft in menschenwürdigen Unterkünften leben. Denn der energisch vorangetriebene soziale Wohnungsbau lässt die Holzhütten allmählich verschwinden. Noch vor wenigen Jahren erstreckten sich hier kilometerweit Notunterkünfte. Die Insel ist eines der dicht besiedelsten Gebiete der Erde. Als US-Bürger können die Puerto Ricaner ungehindert in die USA einreisen. Und so leben heute fast 1 Million Puerto Ricaner als gleichberechtigte Bürger in den USA. Regierung und Fluggesellschaften helfen den Auswanderungswilligen durch verbilligte Flüge nach und von den USA. Die Jugend Puerto Ricos kennt keinen engstirnigen Nationalismus und blinden Anti-Amerikanismus. Sie hat die gleichen Interessen wie ihre Altersgenossen in den USA. Hier zeigt sich auch, was oft angezweifelt wird. Der American Way of Life und hispanische Lebensweise sind durchaus miteinander vereinbar. Die ältere Generation hat von der Aufgeschlossenheit der Jugend gelernt, ohne ihre in der hispanischen Kultur wurzelnden Lebensgewohnheiten aufzugeben. All entries are limited to 50 words or less. Tell us why you'd rather be a pussycat. Auf Puerto Rico verbindet sich Altes und Neues zu einem harmonischen Ganzen. Die Toleranz beider Partner, der USA und der Inselbewohner, schuf ein Beispiel für nachbarliche Hilfe unter den Völkern. Kein Zweifel, Puerto Rico ist ein Schaufenster der Demokratie, ein Hüter der Freiheit in der Karibischen See.